Hallo Leute, willkommen bei meinem ersten Tutorial, also beziehungsweise nicht Tutorial, bei meinem ersten Let's Play. Ich bin jetzt gerade in meiner Garage und will euch so ein bisschen was zeigen. Fangen wir da auch mal gleich an. Wenn ihr jetzt seht, warum ich das auf leicht gemacht habe, dann wundert euch nicht, ich bin da noch ein bisschen lahmarschig da drin. Deswegen muss ich auf jeden Fall das erstmal auf leicht machen, damit ich da ein bisschen reinkomme. Wie ihr gesehen habt, ist jetzt gerade jemand dabei getreten, den ich nicht kenne. Auf jeden Fall, da bin ich jetzt erstmal alle aus der aktuellen Richtung rein. Gucken, ob da irgendwas dabei kommt. Könnt ihr euch auch mal einen von meiner Freunde mal einladen? Der, ich glaube, gerade nicht spielt. Mal gucken, vielleicht hat er Glück. Und in dem Dorn. Okay, der ist auf 3, das ist schwierig. Gucken, vielleicht nimmt er ja an. Wenn er jetzt nicht mit seiner Freundin irgendwelche Filme anguckt. So, okay, keiner nimmt an, gut, dann starten wir jetzt dieses schöne Spiel. Aber mal gucken, wie es aussieht. Okay. Da vorne mit seinem Wagen, dann fährt noch ein geiler, richtig geiler Wagen. Alter, der fährt ja einen geilen Wagen. Gucken, ob ich einsteigen kann. Nein, kann ich natürlich nicht. Gut, dann lade ich mal kurz in meiner Garage und hole mir mal neu. Ja, warte ab, Leute. Kurz meine Garage und hol meinen Wagen, ey. Boah, keine Zeit hat der Typ hier, ey. Damit ich mal mit dem ein bisschen hinterherkomme, nehme ich mal mein stiege Schmuckstück. Also es ist genau der eigentlich der gleiche. Nur von hinten sieht er ein bisschen anders da aus. Wenn er nebenbei noch irgendwas hört, das ist mein Fernseher. Ich gucke nebenbei, gucke noch ein bisschen Fernseher. Bevor ich das Let's Play mache, also nebenbei neben den Let's Play, sagen wir es mal so. Ah. Oh. Nebenbei komme ich auch kaum wie, wenn ihr das hören solltet. So ein kleiner Stressabbau. Oh Mann. Toll, danke du Penis, ey. Das ist aber normal irgendwie bei GTA. Egal wo du lang fährst, es steht immer irgendwo ein Auto. Egal wo du bist. Kannst auch von mir aus auf der, du kannst auch auf der Autobahn fahren. Hier in GTA online. Und auf einmal wie bei GTA 4 fahren sie auf einmal einfach rüber, als wärst du gar nicht da. Das kannst du auch mit einem Polizeiwagen machen. Okay, beim Polizeiwagen sieht es ein bisschen anders aus, wenn du Sirene fährst, aber wenn du ohne Sirene fährst, die fahren knallhart gegen dich. Auf jeden Fall, der Typ ist schon gleich da. Ich hoffe, dass er auf mich wartet. Ich denke mal, man hört auch hier immer diese scheiß Hupaleier. Okay, er wartet. Bis ich komme. Hat den Drogenhall, oh meine Fresse. Stieler Koks, oh.
Was ein Spaß ist das? Wartet noch nicht mal auf mich, nur weil er auf 71 ist, weil wisst ihr, was ich meine? Denkt er auch so, ja, ich kann's. Ist auf jeden Fall, der ist irgendwo dagegen gefahren, wenn ich auch schon. Na komm, nimm mal jetzt deine scheiß Waffe. Hinter sein Auto verstecken. Eine andere Waffe mal benutzen, Sturmgewehr. Jetzt schnell mal nach hier stellen. Oh, ich hab mal eingetroffen, Hilfe. Ups, da ist gar nicht. Also hier ist gar keiner mehr, so wie es ausschaut. Aber ich habe eher... Woher ich das wusste? Ich will aber keiner steht hier. Also auf jeden Fall... Das ist schon sehr schwer. Okay, jetzt hat er das Koks genommen. Auf jeden Fall kommen jetzt hier irgendwelche Autos an. Wie man sieht. Okay, den habe ich schon gekillt, den kleiner Dumpfner. Nein, das nicht. Also wenn du auf jeden Fall das Video guckst, vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank für die Hilfe. Auf jeden Fall ein großes Lob von mir. Gucken, wo er jetzt hinfährt. Okay, der fährt auf jeden Fall nach da. Aber wenn ich jetzt dem nicht hinterherkomme, das ist kein Problem eigentlich. Ah, dieser scheiß Regen, das macht er dort. Ach, nee, gleich da. Dann passt es hier. Also auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Hilfe. Für mich auch. Ja. Ja, bin ich auch noch falsch gefahren. Eine kleine Gasse weiter, muss ich fahren. Also auf jeden Fall, der hat es jetzt abgeliefert. Wie ihr jetzt seht. Das ist so gesehen der Typ, der mich nach Las Santos geholt hat. In der Story. Ach du heiliger Alarm. Ach du heiliger Alarm. Wie sieht der denn aus, ey? Also frauenfeindlich bin ich jetzt nicht, aber das sieht ein bisschen ekelerregend aus, wenn auf einmal so ein Typ da so dir nackt entgegenkommt. Also ehrlich, also sowas habe ich noch niemals erlebt. Ich weiß, der Kontrast ist gerade nicht so schön bei dem Spiel jetzt gerade. Okay, der hat auf jeden Fall 15.000 gekriegt, hat 13 Kills, ey. Ich habe gerade mal 3 Kills. Also das ist schon ein bisschen komisch. Ist auf jeden Fall wieder freie Mission. Freie Modus, sagen wir es mal so. Ups. Entschuldigung. Ist auf jeden Fall, der Kontrast sieht, naja, berauschend aus. Ja, das Problem ist, ich spiele nicht auf HDMI. Ich spiele auf PAL 50. Weil ich nicht mehr so gesehen das Ding leisten kann, so richtig. Also ich kann es mir schon leisten, aber ich habe keine Lust mehr da so extra dafür so viel Geld rauszuholen. Deswegen mache ich es mit was anderem. Weil das ist für mich viel besser, finde ich. Also ganz ehrlich. Macht auch mehr Spaß. Am PC zu zocken oder irgendwas anderes zu machen. Auf jeden Fall. Für mich ist das viel besser, finde ich. Also, es ist jetzt nicht zwingend, sagen wir es mal so, von der ganzen Geschichte her jetzt. Also auf jeden Fall vielen Dank, wenn du das echt siehst, dass du mir echt geholfen hast. Ich bin echt begeistert von dir. Also das ist echt schon richtig top. Also, es gibt manche Leute, die helfen einem gar keinen, gar nicht oder beziehungsweise kaum. Also wenn ihr in einer Gruppe seid, also beziehungsweise Crew, die helfen euch, dann passt es. Auf jeden Fall, okay, das ist jetzt gerade auf der Karte sieht diesen roten Punkt. Habe ich schon bestanden. Guck, das genau sowas meinte ich. Fahren einfach knallhart drüber, egal. Gott, das auch einfach nur so fahren. Die fahren einfach drüber, als wäre es nichts. Wir sind eigentlich hier in der Gruppe. Ah, 3 Leute nur. Ja, 3 Leute nur. Naja, ah, hier wird es auch wieder schwierig. So, auf jeden Fall, jetzt habe ich gerade 2 Nachrichten gekriegt. Schnapp dir dieses Fahrzeug. Okay. Das... Ja, wenn du so ein Fahrzeug finden wolltest, das ist sehr schwierig. Meistens ist die auf der Karte auch aufgezeichnet, aber... Ja, nicht mal... Also okay, man kann raten, was ich jetzt gleich auch machen werde. Ach, wir haben Rot. Oh.
Rot fahren wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Okay, einer hat das Spiel jetzt gerade verlassen. Aber es sind immer trotzdem noch in drei. Also ist erst einer dazu gejoint. Ja, okay. Ja, das war das Fahrzeug. Obey. Nee. Betellend mal. Ach du heiliger Alarm, ich kann das gar nicht richtig lesen. My Bettus oder soll das heißen? Oder Penumba? Gucken wir mal nach. Bei Penumba. Also das ist sozusagen die Scheiße, du musst echt richtig gucken hier. Wo genau die Dinger sind. Sozusagen das ist die einzigste Scheiße. Also echt richtig gucken muss. Das ist Flughafen San Andreas, der Report. Okay, Kill San Andreas wieder. Oh. Wo waren das jetzt nochmal? Ich habe dieses Fahrzeug, Terror Sugar, Earthquake, Over Challenge. Achso, das sind mehrere Fahrzeuge, okay. Ja, das letzte Mal habe ich mal einen gesucht, den habe ich auch gerade auch gefunden. So sagen wir es mal nicht. Also auf jeden Fall meistens sind die echt auf der Karte gezeichnet. Wenn du da drauf vorbeifährst, dann siehst du da so einen Park oder Matt oder irgendein Teil. Und meistens das ist nicht da eingestiegen und das war auch der richtige, den er gesucht hat. Nur leider Gottes wurde von der Polizei dann kaputt gefahren und den und der hat noch nicht gesehen. Weil der sozusagen ja geklaut war. Jetzt hab ich gerade. Dann lache ich von diesem Zimmer gekriegt. Ach, hier war ich noch gar nicht. Bei dem schönen Scheiß, das sieht man auch schon auf der Karte. Aber ich mache lieber diesen Job. Weil ohne Jobs levelt man nicht richtig hoch. Miss Cross Classic, nee. Nein. Ups. Also auf jeden Fall, ihr könnt auch hier dieses Radio de los Santos und das hier, da läuft echt die perfekte Musik, finde ich. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Dinge habt, wo auch gute Musik läuft, sagt ihr Bescheid. Dann gucke ich mal, dass ich da mal reinhöre. Ja, also voll gut. Passt, ja. So, mal gucken, ob irgendeiner von denen reinkommen will. Wenn nicht, dann muss ich wie immer diese Mission alleine machen. Hatte ich auch schon sehr viele, dass ich Mission echt alleine machen musste. Das war sowas von zum Kotzen. Wenn du mit zwei Leuten spielst, hast du zwei Teamleben. Wenn du allein spielst, hast du nur ein Teamleben. Wenn das Teamleben kaputt ist, sozusagen weg ist, bist du schon mal einmal gestorben und du stirbst dann nochmal. Ja. Was mit der Mission? Die Scheiße. Wenn ich ehrlich bin. Der hätte mehr machen müssen. Scheint keiner rein, gut, dann muss ich mir die Zeit alleine machen. Das ist jetzt sehr schwer. Oh ne, Verfolgungsjagd. Fährt der. Zum Glück habe ich eine schnelle Karre genommen. Weil wenn der wirklich fahren sollte und. Ja, der fährt. Wie weit ist er von mir entfernt, wenn ich jetzt bis dahin fahren will? Na, nur über 900 Meter. Das geht ja noch. Ach ja, ist das wieder herrlich. Also auf jeden Fall, ich spiele das Spiel mit guten Kollegen. Gute Kollegen von mir spielen das Spiel hier eigentlich auch. Nur leider sind die jetzt offline. Ups, jetzt bin ich gefahren. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber kann man nichts gegen machen. Also auf jeden Fall der Pferd hier, der Hurensohn. Jetzt hat er mir gerade in meine Richtung. Jetzt habe ich gerade auf die Karte geguckt. Also auf jeden Fall da hinten fährt er, der Dominator. Den muss ich natürlich jetzt sozusagen anhalten, das Teil. Ist das eigentlich einer? Was ist das denn für ein Fahrzeug hier? Ist auf jeden Fall schnell mal das Ding wegmachen. Dann kann ich den nämlich hinterher nicht verfolgen. Weil ich muss mir sozusagen dieses Fahrzeug holen. Wenn ich dieses Fahrzeug zerstöre, ist diese Mission vorbei. Jetzt rammt er mich auch noch. Ich glaube unbedingt eigentlich an ihm dran vorbei. Weil er lässt mich natürlich nicht.
Will es jemand jetzt anders da machen? Voll im Grill. Den ausbremsen. Der fährt einfach mal knallhart weiter. Also ich habe den Typen jetzt komplett eigentlich ausgebremst, aber er fährt trotzdem noch weiter, wie ihr seht. Also auf jeden Fall, der ist echt nichts aufzuhalten, der Typ. Er fährt auch knallhart einfach weiter. Also ihr müsst wirklich diesen Typen eigentlich nicht erschießen. Jetzt weiß er, dass ich ihn... Also auf jeden Fall jedes Mal erschießen, wenn ihr davon seid. Jetzt habe ich ihn erschossen. Ja, die Bahn müssen wir nicht, zum jemanden bringen. Und alles. Meistens kommt da eigentlich noch irgendwelche Leute, die dich erschießen wollen. Bei den meisten Fällen jetzt. Das ist auch schon, und wie es auch schon hinter mir seht, da kommt nämlich schon die Leute, die oben. Ja, es gibt manche Leute, die können ihr Fahrzeug irgendwie nicht, haben ihr Fahrzeug gekauft und wollen sozusagen das Geld nicht bezahlen. Und deswegen macht er diese Mission, deswegen müsst ihr auch immer diese Fahrzeuge wieder zurückholen. Was natürlich auch mal verpasst. Was eigentlich auch sehr chillig ist, wenn ihr euch diese Fahrzeuge holt, also wenn ihr zu zweit spielt, es gibt manche Missionen, da muss man wirklich zu zweit spielen, weil da sind zwei Wagen, die du holen musst. Die man holen muss. Und alles, und dann müsst ihr zu zweit spielen, weil wenn nicht, dann müsst ihr wieder zurückfahren, weil ihr habt euer privates Fahrzeug da gelassen und ihr könnt sozusagen das Fahrzeug nicht, Und das Fahrzeug von eurem Mechaniker, wenn ihr eine Garage habt oder irgendein Scheiß oder ein Apartment, könnt ihr euch das von eurem Mechaniker holen, aber das ist Schwachsinn, das dauert viel zu lange. Meistens ist es dann auch so, dass euer Mechaniker euch dann auch nicht mehr findet, wenn es so doof ist. Wenn Mechaniker hinter euch zugucken sollten, nichts Persönliches an euch, aber in GTA sind die einfach nur behindert. Leider Gottes. Ein Kill habe ich gemacht, 0 Tode, das war mal super. Also auf jeden Fall. Also meistens ist es echt so, dass es gar nicht geht. Dass du echt da übertrieben viel machen musst. Wiederholen will ich das Teil nicht. Freier Modus wieder. Schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn ich euch zu viel labere. Dann schreibt's rein. Ich habe ein offenes Ohr für euch. Ich werde auch jedem sagen, so, ja, okay, ich werde ein bisschen reden, ich werde ein bisschen weniger reden. Ich werde mal gucken, dass ich sozusagen, dass wenn ich mit ein paar Freunden spiele, wenn einer mal online kommen sollte, dass ich dann sozusagen dann mit denen zusammen zocke, dann hört ihr die auch. Und ich habe auch noch so ein kleines Mikrofon für Dings, damit ihr kommunizieren kann. So gesehen, weil ohne GTA Online, ohne Headset, ist scheiße. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich gerade, ich habe da einen roten Punkt. Ach, habe ich auch schon fertig. Das ist doch schon mal schön, wenn ich das auch schon fertig habe. Natürlich jetzt nur nicht, ob ich das eingestellt habe. Dass man sozusagen alles hören kann. Ups, da bin ich. Da will ich hin. Audio-Regler. Ja, okay, ich bin auf Standardgerät. Also auf jeden Fall könnt ihr echt das alles hören, was die Leute sagen, weil das im Headset dann noch, da noch was aufzunehmen und alles, das ist richtiger Schwachsinn, finde ich. Und ich hatte ganz echt der kleinste Hurensohn, stellt mein Fahrzeug echt auf Parkplatz, ey. Statt dass er irgendwie auf der Straße, neben der Straße fährt oder irgend so ein Scheiß. Nein, was macht er? So, da ist das Santos Radio. Also auf jeden Fall, da läuft immer meistens geile Musik oder bei dem hier. Auch sehr alte Musik, wenn ihr wirklich auf etwas ältere Musik steht, könnt ihr euch dann auch anhören. Für die ganzen Leute, die unter uns etwas älter sind, wie 20. Ihr habt auch wirklich was aus den 90ern. Finde ich auch richtig chillig. Was ich gar nicht machen soll. Mann, welche Mission irgendwie frei. Also auf jeden Fall mein Geld erstmal. Müsst ihr eigentlich auch mal machen, dieses Geld. Macht jedes Mal, wenn ihr Geld kriegt, macht es auf euer Konto. Ich empfehle es nur, weil wenn ihr stirbt, lässt ihr diese Goldpakete immer in 100er, 200er oder vielleicht sogar 300er Pakete ziehen. Oder die Gegner können euch das einfach so gesehen klauen. Also ein bisschen ekelerregend ist, wenn sie euch das klauen können, weil das ist einfach scheiße. Also auf jeden Fall, wenn ich mit mehreren Leuten zocken sollte, würde ich jetzt auch mal nachgucken, ob einer von meinen Freunden jetzt zockt eigentlich. Ich habe auch keine Bestätigung gekriegt, dass da irgendeiner zocken sollte. Nee.
schade eigentlich. Na komm, das ist ein kleiner Schatz. Ist auf jeden Fall Paco-Dachel, der nicht mehr überfahren. War nicht so schön, ich würde da echt noch was anderes haben. Ne? Wo waren das denn jetzt nochmal? Ah, ich glaube irgendwo... Hier war das, genau. So, auf der Seite... Denke ich aber, dass das jetzt da war. Wenn nicht, dann muss ich auch ein bisschen hochgucken, weil hier gibt es auch richtig guten Monster-Stunt. Da bin ich mal, das habe ich mal mit Freude auch gemacht. Da sind wir dann in eine Haustüge reingerutscht. Er als allererstes und ich als zweites. Das sah dann richtig lustig aus. Ich glaube, das war sogar... Der hier... Nee... Ah, noch ein bisschen weiter ist der. Genau hier ist der. Also wir beide echt in diese eine Hauslücke reingerutscht. Weil das war richtig scheiße. Jetzt, ich hoffe, dass das jetzt wieder passiert. Und es passt. Oh, es passiert. Also diese Lücke ist echt scheiße. Wenn ihr wirklich mal da drin sein solltet, habt ihr richtig schön die Arschkarte gezogen, weil ihr kriegt den Wagen einfach nicht mehr raus. Nee, kann man nichts machen. Muss mich doch runterfallen lassen. Also auf jeden Fall diese Lücke ist das. Ich nehme die Mission jetzt mal an, weil der kriege ich irgendwie wieder meinen Wagen, nämlich da sehe ich mir, dass ich jetzt meinen Wagen dafür rauskriege. Kann möglich sein, kann aber auch nicht möglich sein, dass ich da sozusagen mit meinem Wagen immer noch da drin rumhänge. Ah, das ist mal. Also, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen scheiße. Das haben sie echt ekelerregend gemacht eigentlich. Dass man wirklich in diese Lücke reinrutschen kann. Alle außer auf sitzen, mal gucken, vielleicht kommt wieder jemand rein. Wer weiß es. So wie es aussieht, kommt keiner rein. Ich warte jetzt nur so ein bisschen. So ein paar Minütchen. Damit ich das dann auch weiß, dass dann. Vielleicht kommt ja doch jemand noch rein. Das wäre schön. Und es kommt doch keiner rein. Naja. Dann haben sie immer die. Dann haben sie mich alle einmal am Arsch lecken. Ach, wunderbar, ich bin doch draußen. Ein Job für einen Titan. Steht den Titan? Fährt der oder fährt er nicht? wo war er denn jetzt nochmal? Titan. Ach du heiliger Arme. Ach du Scheiße, muss ich dazu, ey, zu Los Angeles. Och nö. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkommen soll nochmal. Ich glaube, irgendwo da hinten war das mal. Kann man da irgendwie rein? Also ihr seht auf jeden Fall die Einstellungen von Kontrast, Helligkeit und also ein Käse sieht ein bisschen höher. Also bei euch ist das Bild ein bisschen komischer wie bei mir. Auf HDI ist es eigentlich sehr richtig Hammer. Boah, Alter. Fahr mal anständig, Keule. Habe ich hier eine rote Ampel überfliegen. Ich bin eine rote Ampel überfliegen geflogen, hab, dann tut's mir echt leid. Also auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, ich habe da auch noch von ein paar anderen Leuten, habe ich da die sozusagen, die, von denen ich mir auch die Let's Plays angeguckt habe, die sind auch sehr gut eigentlich. Also ist nicht fragewürdig, also sind in Ordnung die Leute. Das waren auch richtige lustige Tutorials. Das ist richtig Hammer. Guck, ob ich irgendwie hier reinfahren kann. Was ich jetzt nicht denke. Nein. Schade eigentlich. Also auf jeden Fall muss ich jetzt hier irgendein Tarn stehlen. Irgendein Flugzeug oder irgendein Ding. Kann ich da rein? Ja, aber da ist drin. Also auf jeden Fall, weil ich jetzt sozusagen hier drauf bin, fährt hier auch kein Flugzeug, man kann Flugzeug starten und alles. Das ist auch lustig. Ich habe das auch noch nie gesehen, wie so ein Flugzeug echt landet, außer in Spielfilmen oder so ein Scheiß. Aber ich denke mal, dieser Titan ist bestimmt gut überwacht. Denke ich nochmal. Ah, jetzt drehe ich mich schon wieder. Muss ich kurz bremsen, dass ich mich nicht weiter drehe. Ah. Diese Missionen ganz alleine sind echt scheiße. So. Und ist er gut überwacht? Ja. War mir natürlich klar, dass der gut überwacht ist. Ich hätte dazu auch jetzt nichts anderes sagen können, außer
Himmel, Arsch und Zwirn, leck mich doch am Arsch. Auch kann man die ganze Zeit anzuschießen, Idiot. Könnt ihr aber sehen, wie der Titan gut bewacht wird? Lass mich hier aussteigen. Jetzt habe ich die nächste Kugel in der Birne. Deswegen stelle ich das auch immer auf leicht, wenn ich alleine spiele. Auch wenn ich eigentlich zu zweit spiele, da wird es auch immer so ein bisschen problematischer. Jetzt sieht man aber nicht mal, das gibt's ja gar nicht. Auf jeden Fall denke ich mal, bin ich glaube gleich tot, weil ich Pech habe. Aber jetzt kann man scheiß Ding hoch. Ich sterbe hier fast. Darf ich auf keinen Fall sterben? Jetzt bin ich echt am Arsch. Der ist tot. Kommt von da einer? Nein, Gott. Hätte ich mir jetzt meine Waffe mal wechseln, weil ich nehme lieber das Sturmgewehr. Was sehr anspruchsvoller ist. Auf jeden Fall, hier stehen schon welche. Da steht zum Beispiel schon mal einer. Natürlich seine schweren Verletzungen natürlich. Auf jeden Fall irgendwo da hinten steht einer. Ich finde einfach mal ein Schutzkreuz. Ha, doch erwischt. Ich wusste gar nicht, dass da hinten einer steht. Oh. Ja, steht, du kleiner Wichser. Sehr tot. Und auf jeden Fall, ihr seht, das Teil ist echt übertrieben bewacht. Und da wirklich, ich müsste das eigentlich mit ein bisschen mehr Freunden machen, also mit Scheiß. Natürlich jetzt nicht, ob da noch irgendwo einer steht. Das ist natürlich jetzt vielleicht sogar, weil ich Pech habe, ein Todesurteil. Steht da oben jemand? Ach, da oben steht der kleine Wichser. Stehen jetzt die anderen Leute. Nur irgendwo noch einen gesehen. Alter, unten steht er. Ah, hier stehen sogar noch mehrere hier. Das war nicht der letzte, da war nicht noch einer. Ach, da steht auch noch einer. Oh, oh. Das war ein Arsch gewesen, dass ich den Wichser da nicht gesehen habe. Also auf jeden Fall, hier stehen da echt noch... Oh. Warum kann der denn so gut zielen? Wo steht der denn? Ach, da hinten steht er. Jetzt ist er tot. Ich hoffe, dass das ja echt der letzte war, sonst bin ich echt gleich am Popo. Jetzt will ich mich an diesen scheiß Flugzeug rein. Auf jeden Fall erschießen schon welche auf mich. Deswegen sollte man das eigentlich auch immer zu zweit machen. Weil wenn ich mich jetzt sterbe, ist das nämlich fast vorbei. Ach, dieser scheiß Wagen hier, ey. Oh. Also auf jeden Fall, jetzt kommen diese ganzen Wichser hier, ey. Pisst euch. Über den Vital an. Oh, jetzt muss ich auch noch mit dem Ding fliegen, ey. Auf jeden Fall, ich denke mal, ich habe das, glaube ich, sogar fast geschafft. Also im Fliegen habe ich echt... Ja, soll ich das sagen? Fliegen kann ich eigentlich gar nicht so richtig. Deswegen glaube ich, mache ich eher eine Bruchlandung mit dem Teil. Was ja scheiße wäre. Weil ich bin nämlich jetzt extrem weit gekommen. Ihr seht, mein Leben hat sich jetzt auch wieder erfüllt. Sieht man echt das Flugzeug? Ja, so ein bisschen. Das geht aber nicht. Nicht, dass ihr denkt, was labert der da die ganze Zeit für eine Scheiße? Er fliegt doch gar nicht. Und ihr seht das Flugzeug einfach nicht. Das wäre jetzt problematisch. Also auf jeden Fall, Fliegen ist nicht so meine Stärke. Auch bei GTA San Andreas war es ein bisschen scheiße. Ich glaube, bei GTA 4 kann man, glaube ich, nicht fliegen. Oder ich weiß es nicht. Ich habe es doch, glaube ich, vielleicht sogar noch nie ausprobiert. Also auf jeden Fall, wenn ihr euch diese Videos anguckt, kommentiert die, liked die, zeigt es euren Freunden, wie ihr das Spiel ausspielen. Das würde mich sehr freuen, wenn das machen würde. Weil ich dann auch wirklich positive Zustellung kriege. Also das ist ja scheiße. So wenn sich irgendwelche Leute das Video angucken und einfach nicht weiter sagen.
Wenn ihr es scheiße findet, schreibt es unter die Kommentare. Weil es ist mein allererstes Let's Play Video. Und deswegen wollte ich dann sozusagen dann empfehlen. Sagt's und alles. Nicht, dass wenigstens dann bei. Ah, da unten ist der Flugplatz schon. Machen wir mal die Karte mal ein bisschen größer machen, damit ihr das aussehen könnt. Also auf jeden Fall, das Ding hier zu fliegen ist echt problematisch. Ich drücke noch nicht mal aufs Gas und das Ding fliegt trotzdem noch weiter. Also auf jeden Fall, wenn ihr so ein Ding fliegen wollt, dann ist das, müsst ihr echt schon das Fliegen auf voll hart fast. Wenn ihr das Teil richtig fliegen wollt. So ein bisschen zu runter. Ach, da hinten ist der Flugplatz. Ah, hätte ich fast falsch gelandet. Also auf jeden Fall fliegen. Also auf jeden Fall, ich fliege jetzt ein bisschen komisch. Ich lande jetzt ein bisschen komisch. Das wird mir vielleicht sogar auch, wenn ich Pech habe, das Genick brechen. Vielleicht. Ich weiß es natürlich jetzt nicht. Oh, doch, das wird mal recht. So, auf jeden Fall da, wo sich hier wo der Punkt ist. Ich lerne das jetzt nur ein bisschen anders. Oh, ich hab's doch geschafft. Oh, das Bremsen ist ja schwer hier im Ding. Auf jeden Fall, dass jedes Flugzeug, egal was es ist, kann man bei GTA online auch wirklich zurückfliegen. Also bei egal bei welchem GTA, kann man einfach das Ding zurückfliegen. Dazu müsste sozusagen die L2-Taste gedrückt halten und mit R1 und L1 kann man sozusagen das Flugzeug in die spezifische Richtung steuern, die man haben will. Auf jeden Fall, ich bin jetzt ein bisschen zu weit. Ne, doch nicht richtig. Doch richtig. So, ich habe jetzt dieses Flugzeug ausgeliefert. Boah, ich habe es doch geschafft. Ah, juhu. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das echt schaffe. Wie viel habe ich gekriegt? 10.000. Junge, Junge. Das gefällt mir natürlich. Also wie auch sieht hier diese ganzen Pfeile, wo diese kleine Haken immer drin ist, das, die habe ich schon geschafft. Hätte ich auch schon Freund gemacht oder wenn ganz alleine. Was meistens so der Fall ist. Naja, ich beende jetzt mal das Let's Play. Es ist schon ein bisschen spät, so gesehen. Also auf jeden Fall, kommentiert es, zeigt es euren Freunden, macht was da draus. Schreibt auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, ob ich es gut mache oder ob ich es schlecht mache, ob ich da noch irgendwas verbessern kann bei diesen Let's Plays. Deswegen macht irgendwas und ja. Jetzt warte ich immer noch ein bisschen, bis ich jetzt das Ding sozusagen habe. Ah, da ist das Flugzeug. Jetzt dürfte, glaube ich, auch irgendwo hier mein Wagen stehen. Also ich jetzt hoffe. Ja. Nee. Oder ist das mein Fahrzeug? Ich will jetzt hoffen, dass das mein Fahrzeug ist. Ja, sonst jetzt die Hähnlatsche. Doch, ist mein Fahrzeug. Oh, der Mechaniker, ey. Das ist so ein Pfosten. Schon so weit, wie ich das Pech habe, hat er sogar irgendwo gegen eine Wand gefahren. Das ist aber auch nicht normal, dass das kein Spieler ist. Na, ich fahre jetzt erstmal zu meiner Wohnung, bevor ich das jetzt hier beende. Geldautomat am Nation, ein Zuhause. Oh, über 5 Kilometer. Wirklich, ich trage zu viel Bargeld bei mir. Das sagt er auch immer, wenn ihr zu viel Geld bei euch tragt, dass ihr so gesehen, dass ihr das irgendwo auf eine Bank, also ihr könnt das auch am Handy machen. Oder ihr fahrt echt zu einer Bank. Zu einer Bank fahren ist ein bisschen problematisch immer. Weil, weil ihr so gesehen nicht wisst, ob wartet jetzt einer auf euch, stirbt ihr jetzt dadurch und alles. Deswegen würde ich es euch echt empfehlen. Macht's mit dem Handy. Naja, auf dem Handy ist es immer noch einfacher. Da bist du sozusagen ein paar Handgriffen bist du da drauf.
das Ding habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe dann das Ding überfahren. Ja, also auf jeden Fall macht es echt auf eure Bank oder ins Dings rein. Ins, hier... Na, auf die Bank einfach. Übers Handy am besten. Weil so seid ihr ein bisschen schneller, weil bis jetzt zum Bankautomaten fährt und alles. Und da ist dann auf einmal, habt ihr das Pech, das Geld ist auf einmal dann noch weg, weil euch einer erschossen hat. Krankenhausrechnungen sind auch hier ziemlich hoch, finde ich. Wir sind fast auf, ich glaube, 200, 2500 oder 250, 1000. Also, das ist echt schon ein bisschen happig. Ja, fahr mir in den Weg, hast recht. Wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, ich habe recht. Wir fahren einfach wie die letzten gesenkten Säcke. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sozusagen noch das Glück habe und irgendwo anders dahin fliege. Also beziehungsweise fahre. Weil ich glaube, die Strecke kenne ich ja sogar, dass ich irgendwo bei mir die Testpunkt dann noch bin. So wie es ausschaut. Oder. Nein, doch nicht. Gut, das mit dem Testpunkt ist doch wo auf der anderen Strecke. So wie es ausschaut. Ach, schauert. Ja, ausschaut. Also die Hupe, die ihr gerade gehört habt, das ist die ganz letzte, die ihr bestimmt auch kennt. Die so gesehen bei der Story 600 irgendwas kostet und hier bei GTA Online einfach mal knallhart 25.000. Was mich so ein bisschen ankotzt, weil ganz ehrlich, die hätten das dann so machen müssen, dass das genau das doch gleich ist, weil was bringt das dann jemandem, wenn er die Hupe über den Tafel aber kein Geld hat? Das machen auch sehr viele. Es gibt diesen, oder es gab besser diesen Glitch, der jetzt sozusagen der Rockstar Gaming dieses neue Update, der extra dafür gemacht hat. Ich empfehle euch, benutzt diesen Glitch auf keinen Fall, weil es ist asozial gegenüber von den anderen Spielern. Okay, ihr habt jetzt euer Geld bekommen, was ja Rockstar Gaming ja gesagt hat. Dass ja sozusagen ja jeder Spieler, der diesen Glitch nicht benutzt hat oder sozusagen fair gespielt hat, dieses schöne Geld kriegt. Ich hab's auch schon bekommen, vor, ich weiß gar nicht, fast einer Woche. Ist das jetzt schon draußen der 1.05? Deswegen spielt ihr lieber normal und gelassen, so wie ich. Ich habe nämlich genau 88.681. Ich habe mir ein bisschen jetzt was gekauft. So wie ihr es auch hier seht. Okay, außer der blaue hier, der Wagen und der Wagen, der jetzt direkt gegenüber und der da oben sind geklaut. Das kleine Motorrad hier, was ihr seht, das habe ich sozusagen gekauft. Den Wagen hier, wo ich jetzt gerade vorstelle, den habe ich gekauft. Den Wagen habe ich, glaube, gekauft oder geklaut. Eins von beiden. Nee, ich glaube, den habe ich sogar geklaut. Den Wagen hier habe ich gekauft und den weißen mit dem schwarzen, mit der schwarzen Motorhaube auch. Oder auch gekauft. Warum eigentlich auch nicht? Wer das Geld hat, kann das Geld auch ausgeben. So, da würde ich jetzt mal sagen, ich beende jetzt mein erstes Let's Play und wünsche euch noch einen guten Morgen oder beziehungsweise, wenn ihr euch das anguckt, einen guten Mittag. Ich habe jetzt, also beziehungsweise jetzt, wo ich das gerade aufnehme, ist jetzt 1.48 Uhr. Ich will jetzt nochmal langsam mal ins Bett gehen, weil ich bin jetzt auch schon ziemlich lange wach. Und ja, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen.